dir absolut keine Lust mehr. Das ist jetzt blöd. Ein Glück habe ich das schon geschafft. Ja, je nachdem, welches du jetzt möchtest. Gar keins. Ach, hier ist ja das wieder. Du musst. War also am besten, du springst, wenn die großen Schildkröten unten sind, einfach drüber. Also muss man halt ein bisschen abpassen, aber eigentlich sollte das funktionieren. Spielt sie. Na los. So, ich hoffe mal, ich schaffe das jetzt hier irgendwie. Muss ich. Nee, ich muss. Mist. Ah, toll, wann komme ich denn hier runter? Ich weiß ja nicht, wo ich stehe. Yoshi-Killer. Und dann. Wunderbar. Was war das erste? Ach, das erste Level war ja einfach. Ja, welches möchtest du machen? Liebsten gar keins. Wenn die unten sind, hast du gesagt. Jetzt. Ist es wirklich das Level, was ich denke? Na juhu. Juhu. Na Mensch, du. Denk dann am Ende an die beiden Kugel-Willis. Kann ich gar nichts machen? Doch. Weil ich ja nicht mal die Zeit hatte zu springen. Ja. Gut, dann hatte ich eben die Zeit zu springen. Schildkröte. Gab's ja. Nee. Nee, ist lang hier. Was ist das denn? Na, so ein kleiner Trick, wie man halt so Gegenstände mitnehmen kann. Schlecht. Weil jetzt kann man nämlich. Aber eigentlich ist das total was? Was? Wurst? Weil gibt's bloß 3 Yoshi-Münzen und glaube ich ein paar Leben, aber mehr nicht. Das ist egal und das nehmen wir am besten mit. Mist! Komm! Oh. Ach, der ist schon wieder. Nein, na gut. Bonuslevel. Schon mal wieder. 8300 Punkte in zum Level bloß. Naja, war ein ziemlich kurzes. So, machen wir jetzt mal alle Leben, ne? Ja. Aber. Nee, oder nicht. Anstatt dass du hier die ganze. Ja, praktisch Bonuswelt da schnell durchmachst, wäre es ja eigentlich viel besser, wenn du erstmal die Ausgänge machst. Welche Ausgänge? Ah, die. Oder eigentlich zur Sternwelt, hast du gesagt. Naja, aber du brauchst doch eh das Level zum. Dort nach oben quasi. Damit du dort den. Zu dem Stern kommst. Weil für den, der Eingang nahm,
es fehlt ja noch. Du müsstest im Prinzip das Level und das nächste den zweiten Ausgang machen. Mhm. Oh, das ist auch nicht gut. Das wird. Warte, was war das? Ach, das war das. Oh ne, das habe ich, glaube ich, immer gehasst. Ja. War die Kante leider zu rutschig. Du könntest höchstens. Im Wald wäre dann noch. Könntest du zum Beispiel dort den Eingang zur Sternwelt auch machen? Das ist auch relativ. Relativ einfach. Dort unten links. Wo? Hier? Ja. Da? Yep. Da. Jetzt hier tun? Ach, das war ja. Da muss ja bloß drauf stehen. Und nur stehen. Oben oder unten, ist egal. Ja, und allen ausweichen, was halt kommt. Sind, glaube ich, bloß Schildkröten und Schildkröten und Schildkröten und ja, mehr ist es eigentlich. Oh, das macht den ja ganz schön fertig. Oh, du warst bei mir dran, aber es kam nichts raus. Oh, nein, ach, aber wo will ich denn da hin? Ein Stück weiter hinter hätte ich gemusst. Yep. Gut, klein. Aber dann. Ach, ich probiere es einfach. Dann mache ich dann trotzdem das, was ich eigentlich vorhatte, nämlich erstmal wieder in die Secret Area. Oh, super. Hat gut geklappt. Ich bin noch im Zeitstillstehmodus. Noch nicht tot. Er lebt noch. Hä? Ja. Ah, jetzt. Gab kein Todgeräusch. Zeit muss jetzt einfach sein, weil die Leben werden gerade wieder ziemlich knapp. Bei dir? Wir haben bei dir sicher nicht, aber hat es ja bisher jetzt auch mehr oder weniger einfache Level, muss man sagen. Hier kannst du auch noch einen zweiten Eingang machen. Der ist jetzt wirklich ganz leicht. Brauchst du bloß aufs Trampolin stellen. Ach, das war der, ja, den können wir eigentlich dann wirklich gleich mitmachen. So, dann die beiden Federn nehmen wir noch mit. Beide vielleicht nicht. So, und den Yoshi natürlich auch, wenn er gerade uns mal hier so anlächelt. So. Hier rein. Da. Und dem müsste es gewesen sein, ne? Wesen? Ist da ein Stern? Ja. Meinst du? Lassen sich heute einfach fressen. Was ist das denn? Hoch! Musst du hier hoch? Nee, rechts. Aber du wirst jetzt ohne Yoshi weiter müssen. Hier ist ja praktisch ja. Komm ich nicht mit Yoshi hoch? Kann ich den? Nein, schade. Ich dachte, ich kann ihn hier runter. Ach. Dann halt von der Seite. Ist das hier ja, ne? Ja. So, und da sind wir immer noch nicht da. Ja, stimmt. Uah! 50. Und da darf ich auch mal. Gab, glaube ich, 3 Leben. Oder 2. Meinst du? 3? Ja, gibt 3. So, wie mache ich das am besten?
mal per Zufall klappt. Oh, der Pilz war blöd. Wird 1. Leben! Ich hab ein Leben! Naja. So, und damit ist die Sternwelt hier auch betretbar. Und er versucht sich wieder. Hast du auch 3 Leben gekriegt? Nee, wieso? Ich dachte, du hättest von uns 21 gehabt. Oh, wieder. Schön wieder! Aber. Hast ja noch ein paar Versuche frei. Nee, ich hole mir dann, glaube ich, auch mal eine Feder für das Level. Das ist ja das, finde ich, mit Schwierigste. Ja, das ist wirklich unschwer. Gerade sowas, wo man genau springen muss, habe ich, glaube auch schon oft erwähnt, kann ich ja gar nicht leiden. Du kennst ja den zweiten Teil noch, und da fliegst ja nur mit so einem Ballon rum und da hast ja ständig, musst ja gucken, dass du den nächsten Ballon quasi kriegst. Falls du es vergessen hast, das kenne ich tatsächlich. Reicht es nicht eigentlich? Ja. Oh! Uiuiui, das geht ja gar nicht so wichtig. So, hier geht das. Reicht das theoretisch? Nee. Ja. Warum nicht? Na, wieso denn? Kann ich mir doch praktisch immer die hier so behalten. Schon. Ist nur unheimlich anstrengend, aber... Gern mal. Wenn die Schildkröten von unten kommen, funktioniert das nicht mehr. Oder jetzt zum Beispiel. Oh! Brauchen wir eine neue. Seh nix, ich hab wieder Black Screen. Lebe ich noch? Oh! Was war denn hier gerade los? Wo muss ich drauf? Da drauf? Ne, ist es. Oh. Ich glaube, wenn du unten drunter wärst, hättest du dich zerquetscht oder zur Seite rausgeschoben. Da war ich ja praktisch genau richtig. Oh! End of the level praktisch. Hey, da waren 3 und Pilze oder Leben? Weiß ich nicht. Oh, 10.000 Punkte. Durch das Extrem-Gen. Du hast ja hier gerade ein Leben gekriegt. Ja. Mal hole ich mir meine Leber. Ja. Ganz einfach. Sagst du? So. So, jetzt machen wir mal raus. Ach, du bist ja gleich hier, da ist das ja kein Problem. Ja, nee, das ist nämlich. Komfortabel. Praktisch alles verbunden. Also es ist praktisch alles verbunden und es ist auch praktisch alles verbunden. Was? Ja, einmal praktisch, der Gegensatz zu theoretisch, und dann es ist praktisch, also nützlich. Aha. Verstehst du? Ja gut. Ist ja wie Kloß und Fisch. Ja. Also nur ein bisschen anders. So, was nützt mir jetzt eigentlich an Yoshi? Ich hab keine Ahnung. Du hast ihn mitgenommen. Weil er geht nämlich jetzt ewig. So, hier muss ich, glaube ich, muss ich unter den oder hier oben einfach noch ran? Ach so. Was? Oh. Na, das ist ja... Ach, dann ist ja... Das war ja blöd. Aber stimmt, ja. Es war so. Mist. Ach du meine Güte. Was erwartet mich? Die Dinger. Nightcrawl. Kannst du dann theoretisch eigentlich immer bis zum Ende durchlaufen? Ach nee, das war das. Ach so. Spring. Darf ich das leben? Jetzt. Gut. Musste springen. Würde ich nicht holen. Aber nee, lass ich. Oh, da kann ich doch nichts machen. Ja, ist doch etwas schwieriger. Das muss ja jedes Mal hier.
Aber ist doch blöd, wenn ich nämlich klein wäre, kommt nämlich ja oben die Feder runter, ohne dass ich die jetzt eigentlich bräuchte, weil ich eh sterben wäre. Ohne den Ballon. Mhm. Stimmt. Das ist natürlich blöd. So viel nützt es dir alles nicht.